12,4 Millionen Dollar für ein Foto? Dieser Rückenakt ist das teuerste Foto ever und stammt von Man Ray. Von wem? Von Michael Manni Rudnitsky. Okay, Man Ray ist schon cooler. Das Werk gehört zu einer wichtigen Kunstströmung, dem Surrealismus. Da kreierte man gerne ungewöhnliche Kombinationen. Hier der weibliche Rücken plus die Öffnung einer Violine. Man Ray malte hier einfach auf das Foto drauf. Und das Ganze ist eine Anspielung an ein Bild von dem berühmten Maler Ingres. Man Rays Foto ist von 1924 und damals wurde die Fotografie als künstlerisches Medium gar nicht richtig ernst genommen und war eher ein Hilfsmittel. Aber Man Ray hat sein Ding durchgezogen und ist nicht vergeigt. Geiles Wortspiel. Wenn ihr Bock auf mehr Kunststories habt, dann kauft mein Buch Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Kunst.